hat sich angemeldet und möchte dir was überreichen. Und ich bin gespannt, wo er denn ist. Da hinten kommt er. Ich weiß wirklich nicht, wie er heißt. Du wirst ihn wahrscheinlich erkennen. Ich kenne ihn nicht, aber da ist er. Er hat ein Mikro in der Hand und er wird sich selber vorstellen. Hallo, Jason. Hallo, kannst du dich noch an mich erinnern? Bitte? Kannst du dich noch an mich erinnern? Nee, in meinem Alter geht das nicht. Okay, okay. Da muss ich mal ein bisschen aus und erstmal, hallo Köln! Ja. Also, du hast mal über mich geschrieben. Da hatte ich noch so lange Haare. Und wir haben zusammen, genau. Jetzt weiß ich. Kinder der Nacht. Richtig, richtig. So, mein Name ist Gruf. Den habe ich heute verpasst. Ich war sauer, ich hätte ihn gerne gesehen. Ja, ich habe den DVD mitgebracht. Ja. Wir haben den Film ja, wir haben nur 10 Minuten heute gezeigt, Ausschnitte aus dem Film. Genau. Das ist der Mann, der im Sarg geschlafen hat. Richtig. Sarg geschlafen, da ist ein Artikel drüber veröffentlicht worden in den frühen 90ern. Und Jason Dark wollte mal einen Roman über Grufti schreiben. Und damals hat man noch kein Internet, die alten Männer erzählen von früher. Und da musste man halt Printmagazine für Recherchezwecke nutzen. Und ich wusste das nicht. Und da ist eine ganz spannende Geschichte entstanden. Und diese Geschichte ist jetzt im kommenden John Sinclair Heft, was am Dienstag erscheint, auf der Leserseite. Darüber hinaus haben wir zusammen in einem Film, den wir gemacht haben, du hast mitgespielt, du hast Vincent van Ackland gespielt und ja. Du hast zusammen mit Justine Carvalho genau. Vor der Kamera gestanden. Richtig. Und wir möchten uns heute bei dir bedanken. Simone Schneider, die dich damals betreut hat, ist mittlerweile eine anerkannte Künstlerin. Die hat in Rees eine Künstleragentur und die hat ein Bild für dich entworfen. Und das darf ich dir heute nochmal als Dank für deine Unterstützung für die Kinder der Nacht und dass du mein Leben einschneidend verändert hast. Ja, danke sagen. Auch nicht so ohne dich, ohne dich wären wir alle nicht hier, oder? Ja. Liebe Götter, das ist ein Unikat. Das ist ja eine Schau, ehrlich. Toll. Wunderbar. Hätte ich nicht mitgerechnet. Super. Ja, ich weiß, wir haben uns auch den ganzen Tag gesehen. Ich wusste ja, du erkennst mich nur mit langen Haaren. Ich bin dir immer aus dem Blickwinkel gelaufen. Ja, so. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne, sehr gerne. Soll ich mich? Vielen Dank für euch alle und noch viel Spaß mit Jason Dark. Dankeschön. Danke sehr. An der Stelle vielleicht diejenigen, die es heute Morgen nicht mitbekommen haben, dieser Film, in dem Jason Dark eben tatsächlich auch aufgetreten ist, den haben wir heute Morgen ja gesehen in der Alkos Lounge. Und wer sich dafür interessiert, auch für das Filmprojekt, wie es voranschreitet und wann es dann endlich komplett zu sehen ist mit Jason Dark in einer tragenden Rolle, es gibt eine Facebook-Seite, die heißt Kinder der Nacht. Das ist der Name dieses Films mit Jason Dark. Kinder der Nacht, also da könnt ihr euch auf Facebook informieren. Ja, ganz genau so ist es. Ja, was wollen wir wissen von dir? Wie kam es denn, dass es so lange gedauert hat?